So, meine Freunde! Heat am Start! Juhu! Alter, nein! 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 Jetzt sag mal, Mammut ist es sogar schon Pflicht wegen. Mens, Raikou. Das ist richtig. Ich wollte. Voltulus. Ja, auch gegen Aegislash. Genau. Ja, das. Er hat dann Mammut. Halten wir uns aber unter Hinterhand, würde ich sagen. Ja. Ich teil als Lied nehmen. Ich auch nicht. Mammutl ist. Ja, der Mammutl ist hier die Win Condition. Doch. Ich predikte als Lead entweder eins von den zwei potenziellen Megas oder Austoss. Es ist, weil es jetzt 50% gesagt, aber das Austoss ist halt wegen Focus dort doch schon sehr nice. Hat dein Greninja denn einen Move drauf, was ihm sehr effektiv trifft? Ich dachte nicht. Steigerung? Nee, ich nehme mal Steigerungssieb. Nee, hat's nicht. Gut, das könnte unangenehm werden. Ich würde. Ich hab typische Vlatschi aus Donnerblitz. Aber oh, das ist halt kacke. Das ist es halt. Das. Gut, gegen das. Außer haben wir immer noch Heatran zur Not, wenn es keinen Wassermove kann. Der Rockblast könnte nur überleben. Ja, ich würd sagen, Gengar, Lead, Heatran und Mammutl. So sieht's aus. Ich glaube jetzt sogar, ich weiß nicht, ob wir dann schneller sind mit einem Mega-Gengar. Na, nehmen wir's mal. Weil das Austausch mit Shell Smash macht ja plus 2 Init und sowas. Und kann passieren. Mega Gengar, der auch eine Init, die ist sau nice. Sau nice ist die ist so sau nice. Es steht 30 zu 32 am Dienstag und wir gucken mal, ob wir heute 2 Wins rausholen können. Bestimmt nicht. Halt's mal. Okay. Okay. Etwas mehr positive Energie, danke. Oh, Raikou. Raikou. Da würde ich doch mal eiskalt auf mein Ding switchen. Mein Mammutl. Das könntest du theoretisch sogar machen. Das Problem ist halt. Nein, es gibt keine Probleme. Okay. Aus. Okay. What the fuck? Was geht denn bei dem? Also. Lichtschild und Reflektor oder was? Ja, zum Reflektor kommt er nicht mehr. Sicher? Wenn der gesasht ist? Ne, ist er nicht. Das sag ich doch. So viel dazu. Ja, ne? Das ist GG. Nee, aber so ein Raikou wird schon nicht für Reflect nehmen. Das wäre halt. Und Mens. Menu Mens. Voraussetzt, ist es physisch oder speziell? Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, wenn es speziell ist, fährt es Heatran ab. Das Problem ist, ich denke mal, wenn es physisch ist, würde jetzt ein First Turn of Dragon Dance gehen. Ich meine, du hast einen Raikou geoutspeedet, das sagt schon, dass du Starf bist. Ist Mega Mint schneller als Mega Gengar? Nee, ich glaube nicht. Mega. Das Problem ist, ich glaube, der haut jetzt einen Dragon Dance raus. Das kann passieren. Aber wir haben den Eissperr noch drauf. Das müsste sogar reichen, dachte ich. Eissperr? Oder Eissplitter? Das ist immer die Frage. Eissperr oder Eissplitter? Eissplitter ist die Attacke der Primo Move, ne? Ich hoffe mal, ich habe Eissplitter drauf. Ich hoffe es auch. Autsch. Jetzt haben wir ein Problem. Wir aufs Mega gehen, ist klar, wo wir es können. Warte mal. Zu spät. Aber gut, hätten jetzt predikten können, wir müssten nicht aufs Mega gehen können, falls Erdbeben oder sowas tut, damit wir die Schwebe von Gengar haben. Egal. Hätten das mal überlebt. Ist mega. Jetzt. Bitte lass es Eissplitter an. Eissperr. Fabian, ich hasse dich. Deine scheiß Mammutls können bloß Rotzattacken. Ich möchte da eins anmerken. Unangenehm! Ja. Das stimmt. Oh Gott.
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt verloren. Ich glaube, der hat kein Erdbeben drauf. Und da kann ich alles hoffen. Ja, nee, der hat kein Erdbeben. Also, muss man eins sagen, hätte das Mammut Eissplitter, wäre das Vieh schon mal tot. Ja, ne? Hätte Fahrradkette. Ich weiß, das ist nicht ganz legitim, aber möchten wir nach der Folge vielleicht das Moveset doch mal auf Eissplitter ändern? Wir ziehen das jetzt eiskalt durch, bis zum Schluss. Okay, dann... Wir müssen jetzt damit leben, ist halt so. Aber ich werde auf alle Fälle meine ganzen Mammutels nochmal durchchecken, dass die Eissplitter haben und nicht Eissperr. So Leute, ich fordere euch jetzt alle auf Hashtag unangenehm, Hashtag like a beamer in die Kommentare zu spammen. Bitte, bitte, einfach nur. macht's für Heat. Ja. Oder geht zu Ludo Feeds Kanal und spammt's bei dem in die Kommentare. Auch mal. So. Na gut, haben wir schon mal geklärt, dass das Mammut Eissperr hat. Ja. Na gut, man kann nicht alles haben, ne? Das war schon damals der fatale Fail gegen, ich glaube, das war Laurus sogar. Wo einfach der Eissperr fehlte. Ja, das ist sehr schlecht, ne? Schade. Naja, vielleicht wird das zweite Match ja doch besser. Ich sag mal so, wenn wir jetzt öfter verlieren, hast du es in den nächsten Ultimate Master Folgen einfach. Das stimmt allerdings. Und bei Folge 101 gehört sowieso dann in den Doppelkampf, von daher. Who cares? Viel Spaß bei BGC. Das ist schön, alles so, ne? Mondtyp und Licht. Wir haben keine Fee dabei. Du hast einen Gengar mit einem Fehlen Move. Ja, Gengar mit einem Fehlen Move, aber das macht halt auch nicht so viel. Ja. Ja. Okay, was könnten wir hier mitnehmen? Ja, das ist halt jetzt echt die große Frage. Ich würde sogar denken, das Zubiris ist mega und das Absol vielleicht das Glückspilz-Set da. Und vielleicht. Du entscheidest. Ich entscheide. Es ist zwar risky, aber man könnte mit Gengar leaden, weil es so extrem schnell ist und in Mega halt auch nochmal die Wegsperre draußen hat. Also egal was reinkommen wird, es bleibt drinnen. Und wird uns wahrscheinlich töten mit eben Hits. Also erstmal richtig. Aber erstmal zweitens. Ich finde hier einen Scarfer zu haben, ist vielleicht auch nicht schlecht, vor allem halt. Scheiße, das war nicht der Eissplitter. Ja, das Gengar ist wirklich wichtig wegen der Fehlattacke auch, damit das Zubiris wenigstens Schaden kriegt, sage ich mal. Ne? Oh Gott, letzte. Screw Ninja, kann das hier was reißen? Es hat einen Prio-Move, doch, das wird vielleicht gar nicht so dumm sein. Das Not können wir selber auf den Unlicht-Typen gehen. Ihr habt's gehört, ich handle bloß nach Heat. Naja, wenn... Ich hab nichts mehr damit zu tun. Leute, ich würde sowas eh nicht online spielen, solche Sets. Was? Physisches Screw Ninja. Na hallo, warum denn nie? Weiß nicht, weil es halt ein übstes B-Bone-Set ist. Screw Ninja. Das war halt die Möglichkeit. A, ist es echt? Also, dass es schneller ist, ist klar. Die Frage ist, was hat es in seinem Movepool, was uns effektiv treffen kann und es wurde nicht KO'd? Unlicht-Attacken. Wie war's damit? Ja, schon, aber was wird denn auf Greninja heutzutage für Unlicht gespielt? Fensteraura. Ja, aber das ist doch eher untypisch, oder? Wir könnten auf unser eigenes Greninja hoffen. Das ist schlecht. Da komm, Yolo. Mach mal einfach. Es ist Battlespot, scheiß drauf, weißt du? Schauen wir mal. Unseres ist cooler. Das ist ein physisches. Mit Live-Rock. Wir hoffen doch mal, dass wir schneller sind. Obwohl, eigentlich müssen unsere Wasserschuriken das jetzt töten. Theoretisch ja, Step. Na gut, kommt drauf an, wie oft es trifft, man. Hoff einfach. Bete los, bete. Okay, später auf 3, 4, 5 Hits.
go for it. Oh. Eins. Jo, komm, bitte. Zwei. Los. Und nochmal. Los, los, los. Ja. Drei. Noch einmal. Nochmal. Nein. Scheiße. Oh Gott. Ja gut, das geht aber jetzt auch down vom Eisstrahl. Ja, das ist richtig. So, da haben wir schon mal, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Muss man sagen, hätte schlimmer kommen können. Hey, das sagst du. Das ist ein physisches Verlieser. Beruhig dich mal. Wollt ihr unseren Scarfer gehen und uns Geld auf den Schuss aufheben? Jo, lass mal machen. Beim Müdel. Ach, auf alle Fälle irgendwas wegrocken. Hoffen wir mal. Ja, wird doch schon rocken, der wird kocken. So, was haut er denn raus? Bestimmt Trikotfalle? Oh! Du, was hast du tun? Eistapfenhagel for the win! Ja, ich bin. Du? Nee, wir finden den jetzt weg. Pass auf. Jetzt, ich weiß nicht, ob das überhaupt überlebt. Genau. Jo, jo. Und? Oh. Ja! Scheiße. GG, GG. Jetzt muss er aber auch nochmal treffen. Na klar, trifft das. Das ist Jürgen. Fabian, vergiss das, was ich vor uns gesagt habe. Eigentlich habe ich dich doch ganz dumm. Ist egal. Ist einfach Jürgen. Das Ding kann ja nicht spüren. Das macht mich immer noch traurig. Okay, dann hat das mega absurd. Das ist schlecht. Das Ding kann tief schlagen. Wir müssen aber eigentlich in Tiefschlag überleben, oder? Ja, das, wenn das mal ein Mutti macht, mach ich mir keine Gedanken. Ich mach mir nur das Gang aus und noch in der Gedanken. YOLO! War ja so dumm. Geht doch schwer dran. Wahrscheinlich sind sie gar dumm. Nein! Was? Okay, ja. Kann doch Tiefschlag kommen. Kann er jetzt eigentlich noch finden, wenn er am Delegator ist? Keine Ahnung, ich dachte nicht. Egal, komm, wir hoffen einfach. Knuddler. Jawohl! Das hat er so verdient. Ja, doch. Triff. Jawohl, GG. Wenn's reicht. Das reicht, Alter. Absolutsten Pins ist nicht so gut. Ganz ehrlich. Boom, shakalakalaka, boom, boom. Warte, imaginären High Fives. Warte. Warte. Ah, schön. Der war nice. So, 31 zu 33. Wir gehen ja immer noch halbwegs gut raus momentan. Wir gehen noch halbwegs gut raus. Hier, wir müssen zwei Matches mal gewinnen jetzt, damit wir mal hier Gleichstand haben. Ja, wir versuchen unser Bestes. Wir versuchen das morgen wieder für euch, mit euch und vielleicht auch manchmal gegen euch. Wir sehen uns dann wieder. Heat sagt Tschüss. Tschüss, meine Bienchen. Dafür werde ich dich irgendwann vergewaltigen. Das ist geil.